Ihr Lieben, heute geht es um spitze und wunderschöne Kleider, denn wir sind bei meiner Lieblingsdesignerin Eva Herzog und es geht um wunderschöne Couture-Kleider. Eva, so ein Kleid, da muss sich ja eigentlich jede Frau rein verlieben. Was inspiriert dich bei deinen Kleidern? Natürlich die Frauen. Die Frage habe ich schon so oft beantwortet. Die Frauen, das Wesen von der Frau inspiriert mich. So das leichte, zarte von der Frau, das Schwingende, so wie Schmetterlinge. Ja. Und was wir hier sehen, ist ja deine aktuelle Kollektion. Mir fällt sofort auf, es ist sehr viel Pastell, sehr viel hell. Ist das generell so die Farben, die du magst oder ist das jetzt speziell, weil das die Kollektion Also es ist natürlich Trendfarben von Sommer 2017. Und ich wollte einfach der Frau so ein bisschen Zärtlichkeit geben, dass es so ein bisschen sanfter ist, ein bisschen leichter zu kombinieren. Deswegen mehr Pastellfarben in der Kollektion. Aber was würdest du sagen, was ist so dein Signature-Look? Also Spitze, du stehst ja schon sehr für Spitze, ne? Ja, also Spitze und natürlich sehr viele Röcke, die schwingen, die hinterherfliegen, die die Figur umschmeicheln. Und wenn man anzieht, fühlt man sich wohl und bequem und muss da nicht irgendwie dran zuppeln und ziehen und keine Ahnung. Ja. Und natürlich, wenn man sich die Kleider hier anguckt, die sind ja schon alle sehr klein. Ich tippe mal so 34, 36, aber auch Frauen mit mehr Kurven, wie zum Beispiel jetzt ich ja auch habe, können deine Kleider auch hervorragend tragen, ne? Also wir produzieren bis Größe 42 normalerweise für die Läden, aber natürlich, wenn die Kunden ein bisschen mehr Kurven hat oder Problemzonen, sie kann sich gerne bei uns melden per E-Mail oder Telefonnummer und einen Termin vereinbaren und dann fertigen wir auch die Sachen an. Also, okay. Und das ist jetzt ja so das klassische, ich weiß nicht, ob man das wirklich so nennt, aber ich würde es mal salopp nennen, Fokuhila-Kleid, nämlich vorne kurz, hinten lang. Ist das was du auch gerne magst oder ist das auch wieder Trend gerade? Wie würdest du das beschreiben? Also gehört zu Trend natürlich Trend dazu, aber ich liebe es persönlich, lange Kleider und ich habe immer das Problem, kurz oder lang, dann kann ich mich nicht entscheiden. Dann dachte ich mir, okay, ich schneide vorne kurz, lang, hinten lassen wir lang und deswegen ist das hier entstanden. Ich finde das so schön. Ja. Und dafür auch, was für eine Art von Frau trägt das? Beziehungsweise, wie würdest du deine Kunden beschreiben? Also ich muss wirklich sagen, wir sind seit 5 Jahren jetzt auf dem Markt sozusagen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gesammelt, dass es ist egal in welchem Alter, die Frauen finden immer irgendwas in unseren Kollektionen, die zu jedem Alter passt. Also ich habe jetzt auch Kunden gehabt, die ein halbes Jahr alt waren, Mädchen. Wirklich? Ja. Und dann hatte ich, die älteste Kundin war 72, hat sich ein ganz enges, kniebedecktes Spitzenkleid geschneidert und es sah Hammer aus. Also ich würde sagen, jede Frau findet was. Also es ist irgendwie, es gibt kein Alter bei mir. Aber was ich auch sehr schön finde ist, ich bin ja ganz aufgeregt, weil heute ist ja quasi mein letztes Fitting, weil ich habe mir ein Kleid bei dir bestellt. Mein erstes maßgeschneidertes Kleid, neben meinem Hochzeitskleid. Aber da ist so ein kleiner Traum, den ich mir heute erfülle. Und du hast mich auch ganz, ganz toll beraten, weil ich gesagt habe, so, naja, meine Arme, ich weiß nicht, soll ich die vielleicht mal bedecken oder dies oder das. Das heißt, die Kunden, die kommen ja auch her. Maßgeschneidertes Kleid ist ja einfach, dass du da wirklich mit denen redest, dir die Persönlichkeit anguckst und die dann auch richtig quasi berätst. Ja, also wenn man natürlich Termin macht, dann kriegt eine Kundin eine gewisse Zeit. Und man lernt sich kennen und man schaut und probiert an und ich frage, naja, was man so für Farben mag und für Schnitte und dann sehe ich schon, okay, manche mögen das nicht, die Arme offen oder kurz oder lang und da lerne ich schon Frauen ein bisschen kennen und entwickle so eine persönliche Beziehung auch zu denen und dann entsteht dann sozusagen das Traumkleid von jeder Frau dann mit mir zusammen. Das ist auch mit Design ein bisschen, also mit Speichern. Und dann entwickelt man auch die Beziehung zu dem Kleidungsstück und dann trennt sich man nicht so schnell von dem, weil das ist so wie, oh, ich kann das nicht weg irgendwie geben, verkaufen, weil das habe ich ja auch mit ein bisschen gemacht. Ja. Und ist das manchmal so, dass du für jemanden ein Kleid kreierst und dann sagst, das gefällt mir so gut, jetzt schneide ich mir das selbst nochmal? Ja, natürlich, die Frauen inspirieren mich ja auch. Die Frauen bringen auch Kreativität mit und das ist das Tolle, was mich auch so erfüllt in meiner Arbeit, weil die Frauen sind so kreativ und so reich an Ideen und da lernt man auch sehr viel von den Frauen und man hat so einen Energieaustausch, würde ich mal das nennen.
Und das macht wirklich Spaß, zu designen und mitzumachen und dann die Frauen auch die Freiheit zu geben, auch zu sagen, okay, ich möchte das länger, kürzer, enger, wie auch immer. Ja. Wenn ich die Kleider sehe, dann muss ich ja immer spontan denken, das sind so die perfekten blitzlichtroter Teppichkleider. Du hast bestimmt auch viele, viele prominente Leute, die das tragen, oder? Ja, Johanna Klum haben wir, Linda Hesse, Yvonne Katterfeld und viele, viele Männerinnen. Ja. Ich durfte auch schon ja. mal anziehen. Haben wir schon sehr viele wunderbare Frauen, die dann die Kleider tragen und die passen auch zu allen. Und ja, wir sind auch froh darüber und dankbar, dass es auch so ein bisschen in die Welt auch verbreitet wird und gezeigt wird, was wir hier Tolles machen, weil wir produzieren in Berlin, wir haben hier faire Arbeitsverhältnisse und deswegen wir möchten das auch ein bisschen nach außen kommunizieren, dass hier so was Tolles stattfindet. Ja, und was ganz, ganz Tolles hängt, glaube ich, da hinter den Vorhängen, weil heute ist letzter Fitting-Tag und ich bin natürlich sehr, sehr neugierig. Danke. Deshalb darf ich mein Kleid anprobieren? Ja, na klar. Dann los geht's. Wow! Oh, ist das schön! Ein absoluter Traum! Sehr vielen Dank, Eva! Wirklich, wirklich wunderschön geworden! In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und schalte das nächste Mal rein. Bis dann, macht's gut! Tschüss!